Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan steht seinem Wunschziel jetzt näher. Ab kommenden Montag sollen die türkischen Wahlberechtigten in Deutschland beim Referendum in der Türkei hier abstimmen können. Mehrere Auftritte von AKP-Ministern in Deutschland haben stattgefunden und haben Deutschland mit zu einer Wahlkampfarena für die Diktatur in der Türkei und für die Einführung der Todesstrafe in der Türkei gemacht. Wie reagiert die Opposition in der Türkei zum Demokratieabbau? Wie ist das Netzwerk von Erdogan in Deutschland und Europa aufgebaut? Und wie kann man dieses Netzwerk, was Andersdenkende einschüchtert oder auch bedroht, stoppen? Wir möchten diese Fragen mit Ihnen zusammen, gemeinsam diskutieren und auch notfalls streiten. Am kommenden Montag freuen wir uns, Sie willkommen zu heißen im Deutschen Bundestag bei der Konferenz Quo Vadis Deutschland-Türkei.